Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal zurück zu Minecraft. Endlich mal wieder ein Flug- und Fuhrpark-Video. Kam ja schon ewig nicht mehr. Das liegt daran, dass mir wahrscheinlich nicht mehr so viele Fahrzeuge einfallen werden. Werden wahrscheinlich auch in Zukunft auch weniger werden. Weil so viele Fahrzeuge gibt es nicht, die man in Minecraft nachbauen könnte, weil sie halt irgendwie sehr speziell sind. Gut, wir bauen heute den M-Rap, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber ich erzähle es nochmal für die, die nicht lesen können. Wir bauen den M-Rap, das ist ein militärisches Fahrzeug, was für Truppentransport zuständig ist, schätze ich jetzt mal. Es gibt zwei Versionen von dem M-Rap, die eine werde ich aber nicht bauen. Ich werde die längliche Version bauen. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Also wir brauchen Sandstein, glatter Sandstein, schwarze Wolle, Steinstufe. Sandsteintreppe, ein Knopf, eine Leiter und optional, wenn ihr mein Texture-Pack nicht benutzen möchtet und den Stein hier nicht habt, der für Fenster zuständig ist, also für Scheiben und so, könnt ihr das nehmen. Eine hellblaue Glasscheibe und einen Rahmen. Gut. Fangen wir mal an. Also ihr macht einfach zwei Abstand und ein Abstand voneinander. Und das mit einem Abstand. So, das ist das Fahrwerk. Und in die Mitte kommt dann einfach diese Treppen hier. Und dass es dann so aussieht. Und dann macht ihr das so. In die Mitte. Und dann, da der ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so eine Aufhängung hat, sage ich mal so. So. Dass sie denn so sind. Achso, ich habe ein Item vergessen, das fällt mir gerade ein. Wir brauchen noch ein Schild für das hier hinten. So. Jetzt könnten wir eigentlich den Rahmen nehmen. Alles klar. Dann baut ihr hier das so hin und nee, Quatsch. Ihr macht das hier vorne weg und macht das so. Jetzt habe ich's. Dass es dann so aussieht hier vorne. Und hier vorne kommt ihr die Leiter ran. So. Und jetzt kommt's auch schon, wo ihr euch das denn selber so ein bisschen überlegen müsst. Entweder ihr macht es halt mit meinem Texture Pack. Das wären dann diese Steine hier. Die würdet ihr dann hierhin machen. Ne? So. Oder ihr habt mein Texture Pack nicht, dann ist das hier einfach nur der glatte Sandstein. Und dann müsst ihr einfach hier diese Rahmen ranmachen und dann die Glasscheibe reinmachen. Das hat dann auch noch einen kleinen Detail-Look. Sieht natürlich nicht ganz so gut aus wie mit meinem Texture Pack jetzt hier mit den Scheiben an sich. Und wenn ihr mein Texture Pack doch benutzen wollt, dann macht ihr die einmal hier hinten rein, einmal hier rein, einmal hier rein. Hier vorne komplett durch und auf der anderen Seite genau das gleiche. So, dieses Auto hat ja, ich sag mal, einen Reservereifen, deswegen nicht wundern, wenn hier oben auch noch einer ist. Der hängt nämlich hier so drunter, eigentlich so, der geht so schräg hoch und eigentlich hängt der Reifen dann so schräg dran, aber das geht halt in Minecraft nicht. Deshalb muss der irgendwie da seinen Platz finden. Und sieht natürlich dann halt nicht ganz so toll aus, wie als wenn er jetzt liegen würde, so seitlich. Gut. Eigentlich war es das auch schon wieder. Das ist der M-Rap. Ich werde, da man den jetzt wahrscheinlich nicht so leicht erkennen wird, da es auch eine neuere Version ist und somit auch eine längere Version, werde ich auch noch ein Foto reinstellen von dem, wo ich das hier Modell gebaut habe von ab. So, tun, gut Deutsch. Ja. Und dann könnt ihr euch immer den Vergleich angucken. Dann gibt es noch eine kürzere Version, die ich jetzt aber nicht bauen werde. Vielleicht in einem späteren Video mal gucken. Jetzt auf jeden Fall nicht. Gut, Leute, das war's schon wieder vom M-Rap. So ein langes Tutorial ist es nicht. Es ist auch ein bisschen ressourcensparend für die, die vielleicht das im Survival bauen wollen. Ja. Das ist der M-Rap. Ich finde ihn ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall mal empfehlenswert zu bauen. Ihr könnt auch, wenn euch
das lieber ist, da auch noch eine kleine Satellitenschüssel ranbauen. Weil der hat das nämlich oben drauf, so eine kleine Schüssel, die eigentlich so ein bisschen schräg nach oben ist, aber Minecraft und so. Ja, könnt ihr dann daran machen. Ich finde es ein bisschen schäbig irgendwie. Deswegen mache ich das weg. Ja. Gut, das war der M-Rap. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein!